liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter, und zwar mit dem Kampf gegen Hopp. Ach komm, lass uns doch mal kämpfen schnell. Okay. Dieses dreckige Curry, das Tanja uns bediert hat, ist mit Kampfgeist neu erwacht. Ich denke, voll Energie, das wirst du schon sehen. Ach, ich verstehe zwar nicht, was du da redest, aber zu sehen, ich euch trotzdem. Vorher mache ich aber noch die Pokémon von den Kämpfen, das okay, danke. Dann ist ja noch den Kampf für jedes Mal. Es wird mal wieder Zeit, dass die zukünftige Champion seine Fähigkeiten zerstört. So, sehr gut ab. Fordert uns heraus. Und zwar mit einem Zwollack. Also, wenn man ihn da umgestellt, dann wollte ich es weiterentwickeln. Hier kämpft man über uns genommen, aber das möchte ich nicht am Anfang ersetzen. Das ist einfach nur wirklich, um ein bisschen zu bringen. Was haben wir denn hier? Ach komm, wir sitzen auf der Toll ein, dann kann das zwar, so dass wir wirklich viel machen. Dein Bodycheck bringt nur nichts. Und dann diese Rücken sollte tatsächlich ein bisschen was passieren. So, Kampf, dann machen wir erstmal drauf. Und sagen wir, das Ding. Der Arena-Kampf in der letzten Folge war tatsächlich ziemlich einfach. Dann wir dann drauf. Dampfwalze. So, weiter drauf. Dabei. Und nochmal damit. Oh, ihr seht Supertrank jetzt ein, okay. Das ist natürlich jetzt alles andere als clever. Also, das ist für mich. Ich kann auch nichts mit Geisterkarten machen. Ich kann wirklich nur auf Dampfwalze gehen. Jetzt kriegst du die ganze Nerven. Ja, das Problem an sich, dass das einfach wirklich hinzieht. Ohne dass ich irgendwas machen konnte. Nur weil er die Hälfte der KP weg. Noch fast die Hälfte von der Weile. Ich bin mal Volltreffer jetzt gerade. Weil er zieht die ganze Zeit heuler. Die greifen nicht speziell an, da ist eigentlich uninteressant. So, wann machen wir es für den nächsten? Was? So, ich hoffe, dass der Hagelschirm ihn jetzt besiegt. Toll, Level 46 und Relaxo. So. Dann fängst du los mit Inteleon.
das müsste eine Stahlattacke sein. Ich hoffe nicht. Reaktionsschuss. Na, passt. Halt durch, Partner. Wenn der Leid zufügt. Jetzt tun. Nummer 45, ich kann die auch Level 48. Ist doch, gefundenes Fressen für Ocker Gold. Sag ich ja, ohne Probleme. Sie ist spitzige. Hat er jetzt nicht zurück, was? Oder? Das gefällt mir. Spielen wir das Spielchen weiter. Wasser soll ins Finale. Ja, kein Problem für uns. Lieber los, es geht. Und damit hat er noch eins? Das ist ja noch Kramo. Dann gehen wir auf den Marpeco. Du hast mich jetzt am Wickel. Ja, nix da. Ja, dann bist du sie. Das ist so, okay. Gucken wir mal. Ja, soll ich Paralyse da zugreifen? Nee, ich brauche mal den Kerl. Okay, das war irgendwie nicht weh. Da fühlt er sehr weh. Ich fand sie unnicht. Das gibt doch eine egal Angriffsform. Na gut, der Volltreffer war natürlich das große Problem. So, jetzt muss es eigentlich gut sein. Na, ich kann also nicht mal gegen meine Rivalen gewinnen. Aber ich gebe nicht auf. Danke, ihr habt beide sehr gut gekämpft. Wenn ihr so weitermacht, bitte irgendwann durch den unschlagbaren Dünen besiegen. Was steht das nächste in eurem Plan? Ich habe vor, noch ein bisschen näher mit dem Schlummerweise beschäftigen. Ah, ich habe mich wieder der Arena ziemlich widmen. Du hast den Arena-Orden in der Tasche geschult, hast immer Routine 9 nach Spikeford. Auf geht's. So, du bist ja noch da. Ja, ich glaube, das hat ihn wieder aufgemuntert. Dile macht sich immer große Sorgen, wenn es Hauptsache schlecht geht. Und du als Rivale willst sicher auch du das Beste für ihn, stimmt's? Also dann, macht's gut. So, jetzt habe ich das bei der Pokémon, bis sie wieder fit sind. Sonst muss ich tatsächlich noch mal ins Pokémon Center. So, okay, dann gehen wir mit Pokémon Center noch schnell und dann verlassen wir es in Richtung Route 9, aber die Route 9 werden wir dann in der nächsten Folge erst machen. Also ich habe jetzt noch ein bisschen was vor, wie gesagt, ich habe ja schon mal angeschnitten, dass wir uns das Item holen. Und dann unser letztes Teammitglied fangen und noch ein anderes Item holen, das unser Duflor weiterentwickeln soll. Also, das war mal soweit. Der Plan steht heute. Aber gut. Okay. Route. Also der Anfang zumindest. Ja, erstmal kümmern wir uns hier um diesen Angler hier. Oder Anglerin.
kein Trainer, dass ich bei Gegner mitgekämpft. So einfach ist das. Siegel. Mit einem Seraphim. So, Snomnom ist natürlich jetzt nicht die erste Wahl, aber. Du glaubst es. So, er fängt an mit Taucher ab. Gigasauger. Wenn der jetzt wieder auftaucht, dann hat er diese. Ja, macht er. Er greift die erst an. Okay, dann heißt es, dass ich dann mit. Können wir mal kurz seine KP wiederholen? Reicht, um nicht nur aufzuladen, komplett. Giftstrahl. Giftstrahl. So, damit ist das Ding erledigt. Reicht es, um nicht aufzuladen? Nein, wird nicht mehr. So, noch Pekko, legt Level ab. Gut, dann haben wir die Arena, die Trainerin hier besiegt. Ja, um die Pokémon kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Hier, da ist nämlich einige noch. Hier noch ein. Erstmal hole ich mir diesen Top-Trank. Hier ist noch ein Philippa und ein Gastrodon. Aber wir haben noch mal. Das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Das ist auch eine Trainerin. Auf die. Lasse ich gerade mal links liegen, weil ich eigentlich gerne hier unten weitermachen möchte. Wie sagt er, hier kriegen wir doch ein Item, was uns auf jeden Fall definitiv in der Story ein bisschen helfen wird. Wir lassen niemanden das Bike fort, klar. Das heißt, für Renas wie dich und auch für alle anderen das gute neue Tabu. In anderen Worten, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yell feiern Kamm. Mein total, sieh es dir nur an. Ist es nicht einfach großartig? Darum lassen wir auch nicht zu, dass irgendwer erstört, um auf ihn übers Wasser geschippert zu werden. Das ist mir schon klar. Deshalb versuche ich euch nachher die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotom-Rad um eine Funktion ergänzen kann, dass es über das Wasser fahren lässt. Oh, du kommst wie gut an der Stelle hier. Hilf mir bitte. Ich habe was gut bei dir. Ich weiß schon, weil ich dir das Rotom-Rad geschickt habe. Sei doch bitte so gut und verpasse so rüber eine Lektion. Was? Du, was kann man? Kein Haar krümmen, was? Du schützt es vor Heiliges wie dir. Sag mir, darin anscheinend solltest du also besser aufgeben. Jetzt will ich nämlich Einschätzung. Oder willst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Klar, kämpfen wir mal. Okay, dann mach hier von Abreibung gefasst. Alles für Kammerheim! So, der erste Rüffel, oder die Rüffel, eine Rüffel, ein Geradak. Wie gesagt, die Route 9 laufen jetzt gerade ein bisschen außen vor. Ich hoffe, die Gründe. Ich geh mal auf. Inferion. Und die Sphäre da geht auf Dachtmühle. Ja, ich wollte einfach kleiner. So. Präzisionsschuss. So, der Weg ist es. So, hier ist es von Panda Gro. Oh, ich hab aber. Ich werde mit der zu wechseln. Oh, ich hab aber. Der Panda Gro kann durchaus auch gefährlich werden.
dieses aber nicht mehr. Uff, hab ich nichts unternehmen. Mit der darf kann man reiten. Hey, die Idee. Wir reiten von selbst auf Kamal und machen uns vom Acker. Dann los, Kamal. Das nimmer, wie sie wiedersehen, aber der Challenger. Puh, da hast du mir doch gleich schon wieder aus der Patsche geholfen. Wie läuft's denn so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem roten Brat auch über das Wasser fahren könnte, oder? Tja, das Glück. Also genau das tun kannst, werde ich etwas für dich modifizieren. Ich krieg einen neuen einen roten Rad. Also den zweiten Teil davon. Jetzt können wir tatsächlich uns auch über Wasser vorbewegen. Und ja. So, das wäre erledigt. Im Aquamodus kannst du mit dem roten Rad ganz geschmeidig über Wasser radeln. Bei dem unser Land fährst, befindet sich dein roter natürlich im Landmodus. Ja, und das möchte ich jetzt gerade ausprobieren, weil wir können tatsächlich jetzt in die Naturzone gehen, weil da fehlt dann noch ein Gebiet, was man auf jeden Fall noch nicht erkunden konnte. Oder was wir noch nicht erkunden konnten. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall hinbegeben. Und zwar gibt es das am Wutanfallsee. Da möchte ich jetzt als nächstes hin. Ach ja, da fehlt uns dann... Ich glaube, da gibt es die letzten Steine, die wir brauchen noch. Und dürfen wir zum Bumellazone weggehen und unser letztes Teammitglied. Jetzt hat er das auch tun. Ja, das gibt es. Aber die will ich mal ausgeben. Die das ist gerade ja auch interessant. Dann wir begeben uns jetzt. Guck mal. So. Letztes Gebiet. Und zwar hier hinten ist es eigentlich geben. Und hier sind diese Glaciola. Das wollen wir probieren fangen? Nein! Nein, ich hab's nicht fangen! Warum nicht? Warum nicht? Ich muss da noch gehen. Ich bin 56, ja, ist klar. Zurückholen ins Leben. So, als erstes würde ich hier diese Steine einsammeln. Alles, was hier blinkert, sind Evolutionssteine. Der fängt an mit dem Leuchtstein. Geht weiter über den Finsterstein. Über den Feuerstein. Donnerstein, die findet übrigens alle Steine hier. Hier. Ein Wasserstein. Ich glaube zumindest sind alle finden. Blattstein. Eisstein. Funkelstein. Das ist der Sonnenstein tatsächlich. Wow. So. Eine Offensivfeste vor allen Dingen. Mini-Pilz. Ja. Hilfe. Ich möchte gerade nicht gehen. Ich erwarte jetzt, dass ich alle Steine finden. Fokus kurz. Das ist die, dass wir den Sonnenstein nicht finden, oder? Warte mal, ich muss kurz was nachgucken.
So. Ach Gott, jetzt ist wieder nachgucken angesagt. Oder muss ich wieder zu den Buddy-Brüdern? So. Jetzt muss ich mal mit Jinti fangen. Ich versuche zumindest. Okay, die gibt es scheinbar nicht hier. Ich dachte mir, hier gibt es alle Items, alle Steine. Ist leider tatsächlich nicht der Fall. Der einzige Stein, den ich nicht finde, ist der, den ich tatsächlich brauche. Ja, super. Oh, dann muss ich das auch nicht aufbauen. Du bist nicht rumlaufen, okay, das ist gut. Das ist ruhig den Level haben. Alter. Ah, oh, das ist klar. Das ist ewig noch. Ich muss ja hinterher ran. Das muss ich immer noch kriegen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich jetzt so genau davor habe. Haben wir den nächsten Pokémon? Ne, haben wir nicht. Also, das ist wirklich stark. Und dann kann man das natürlich auch noch den nächsten Mal machen. Ach man, gehen wir nicht auf die Liste. Wichtig, dass ich das mit hergerannt. Ich kann ihn nicht fangen, wenn ich nicht im Level so hoch bin. Ich muss Glück haben. Okay. Okay, jetzt kann ich das hier mit ein bisschen Glück am Raid. Kann ich das vielleicht im Raid bisschen mit ein bisschen Glück hin? Nö, jetzt habe ich das falsche Pokémon. Okay, dann muss man tatsächlich irgendwie abholen. Das ist da jetzt ein Platz in der Erde. Ich muss das ein bisschen ausgezogen machen. Weil jetzt ist es mega zu viel. Jetzt laufen wir nämlich die ganze Zeit hinterher und ich komme nicht in die Pokémon an. Dito, okay. Da habe ich gesagt, vom Level her noch nicht hoch genug. Also wir sind nicht hoch genug.
wie weit. Gucken wir von der links her. Oder vom Wetter könnte das auch jetzt nicht auf jeden Fall sein. Okay. Ich zeige euch hier das Wetter kurz im Schäden. Also ich mache das Offscreen wahrscheinlich, hat er doch. So, das erkläre ich euch, wie das kurz Wetter umstellt. Dann geht ihr hier auf die alten Systemeinstellungen. Und dann müsstet ihr auf Konsole gehen, genau. So, Datum, Uhrzeit. Ich habe bei mir jetzt ein anderes Dings drin. 1.7. bzw. 1.8. Die Uhrzeit ist egal. Und während das Spiel läuft übrigens, muss das passieren. So, und jetzt könnt ihr eigentlich normalerweise, wenn ihr Glück habt, ja, wenn. Und dann weiter, wenn die ganzen Eis-Pokémon noch unter Wissen, die müssen eigentlich jetzt gleich verschwinden. Die müsste jetzt eigentlich gleich verschwinden. Weil jetzt müssten eigentlich Feuer-Pokémon auftauchen. Ja, mehr Pokémon. Oder neue Pokémon. Firmicula. Ich muss jetzt wieder ein 50er Pokémon finden, was perfekt passen würde. Aber, ja, ich mach das gut. Ist mir jetzt zu lange und jetzt ewig da an die Pokémon geschickt. Dann dauert das einfach jetzt zu lange. Wenn ich jetzt ein bisschen Glück haben, wenn ich hier direkt finde, aber ich glaube nicht dazu. Nein, nein, nein. Ach Mann, ich will nicht kämpfen. Abbrechen. Ja. Ja, gut, das kriegen wir jetzt. Ich tue das wieder aufs Spiel. Oder wir gucken, wir machen das tatsächlich erst nach dem nächsten Orden, weil dann kann man, glaube ich, jetzt zerwählt sich alles. Weil dann sieht das wieder ein bisschen anders aus, als wenn man. So, das heißt, ich schiff mal kurz rüber zu den Bullenbrüdern. Die waren, glaube ich, hier unten irgendwo. An der Brücke müssten die sein. Das heißt, jetzt ein Plateau. Und dann hoffe ich, dass ich ein bisschen Dusel habe in den Stein, weil ich will diesen Stein haben, endlich. Bis jetzt, ich finde mal so aufs Spiel, definitiv. Da ist hier sein interessantes Gebäude. Ja, da oben. Da stehen wir nämlich noch gleich. Da sind sie schon links, die zwei Herren. So, du hast ja die Ausdauer, das heißt, ich gebe dir. Mal gucken, ob wir jetzt zum Glück haben. Petor brauchen wir nicht. Sternstaub auch nicht.
Feuerstein haben wir schon. Kaninstein, Koch, Sonnenstein. Ne? Ja, ja, gut doch. Ja, du, das kann doch nicht sein, ey. 500 Watt ab für ein bisschen Müll? Ach, schade. Okay, dann machen wir das noch einmal. Noch was aufs Ding. Wenn es zu viel ist. Dann müssen wir das natürlich nach der nächsten Nummer, nächsten Folge machen. So, warte mal, rote Bäume war das hier oben. Das heißt, wir landen im Surge Star. Dann machen wir dann wieder auch den Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn das dann immer mal geht. Und dann gucke ich, ob ich diese Items bekomme, beziehungsweise das jeweilige Pokémon bekomme. Gucken wir mal. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schwert.